Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um 100 Dinge, eine neue Komödie mit Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer, die mehr kann, als man sich am Anfang erwartet, aber auch kein Überflieger geworden ist. Was er genau kann, das erfahrt ihr jetzt. Ronny, das mit den Regeln, das muss man ja nicht so penibel sehen. So, der muss leider auch mit. Paul und Toni sind junge Unternehmer, haben gerade einen dicken Deal abgeschlossen und bei der Feier dieses Deals kommt es zu einer Wette, denn jeder sagt, dass der andere ohne bestimmte Gegenstände, ohne seinen Konsum nicht überleben kann, beziehungsweise es einfach nicht aushält. Und so beschließen sie, dass sie 100 Tage ohne Konsum leben und sich jeden Tag maximal ein Teil zurückholen dürfen an ihren Konsumgütern. Und natürlich starten sie erstmal nackt. Das ist die Grundstory. Es wird ganz nett erzählt. Es ist am Anfang so, also der Humor ist so mittleres Level, sind keine Brüller dabei, manche sind wirklich schlecht, manche Witze. Es ist insgesamt von der Erzählweise her ganz nett. Am Ende wird es ein bisschen ernster. Ich fand das direkte Ende nicht ideal. Da hätte mir ein anderer Ausgang persönlich besser gefallen. Aber so am Ende kommt man schon drauf raus, dass es ganz schön wird. Und es gibt natürlich auch noch eine Liebesgeschichte. Und das Ganze ist so insgesamt so eine 0815 Warner Komödie aus Deutschland. Es ist halt leider so, es ist jetzt auf jeden Fall deutlich besser als die letzten Schweighöfer und Schweiger Komödien, definitiv. Aber es reißt keine Bäume aus, was die Geschichte angeht. Sie ist okay, sie ist eine 0815 Comedy-Kost. Mehr ist es einfach nicht. Und das Ganze basiert ja auch auf einem Original, das, ich weiß es nicht, aus welchem Land es kommt, aber es gibt ein europäisches Original, worauf das hier basiert. Dementsprechend insgesamt reine Geschichte 3 von 5 Punkten. Nicht überragend, nicht schlecht, Mittelmaß. Dementsprechend, Schauspiel macht das Florian David Fitz mit am besten. Der ist cool, den mag ich als Schauspieler. Schweighöfer hat seine 0815 Standardsachen, wie er halt auch immer sonst ist. Er passt hier in diese, dass er eigentlich dieser Schnösel, schicke Typ immer ist, eigentlich richtig gut rein, aber man hat sich an ihm einfach auch wieder mal satt gesehen. Er spielt immer dieselben Rollen, wobei er hier auch mal ein bisschen anders ist, denn diesmal ist man, sonst ist man ja in diesen, wenn Schweiger und Schweighöfer zusammen sind, eher so auf der Schweighöfer-Seite, dass man sagt, man ist eher für ihn, weil er immer so unterdrückt wird. In diesem Fall ist es andersrum, denn er unterdrückt den Florian David Fitz und deswegen ist man eher auf dem seiner Seite und will eher so, dass er so diese Wette gewinnt, beziehungsweise man findet ihn einfach sympathischer. Dementsprechend ist Cast jetzt nichts Besonderes, einige deutsche bekannte Schauspieler mit dabei, passt schon 3 von 5 Punkten. Technisch ist der Film okay umgesetzt, passt schon. Er reißt keine Bäume aus, bin ich schon wieder bei der Metapher. Also es ist wirklich ein solider, okayer Film. Kann man sich angucken. Ist ein wirklich okayer, solider Film geworden. Nichts Überragendes, sauber, solide, trotzdem produziert. Dementsprechend von der Seite 3 von 5 Punkten ist in Ordnung. Und ja, dementsprechend komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, 100 Dinge hat mich überrascht, weil ich so eine 0815 Schweiger oder Schweighöfer Komödie hier erwartet habe. Ist es nicht geworden, wahrscheinlich eher durch den Einfluss von Florian David Fitz. Macht wirklich Spaß, ist unterhaltsam, schöne Komödie geworden, kann man sich auf jeden Fall im Kino angucken. Man muss sie nicht im Kino angucken, sie transportiert sich zu Hause genauso. An manchen Stellen vielleicht etwas zu überdreht. Viele haben gesagt, es ist zu viel, die sind ihnen zu oft nackt in diesem Film. Ja, es ist halt schon ein bisschen skurril, wenn die halt wirklich durch bekannte Plätze in Berlin nackt über die Straße laufen. Das ist lustig, aber irgendwann hat man sich auch satt gesehen daran. Dementsprechend 3 von 5 Punkten ist in Ordnung und insgesamt sind wir dann auch bei einer Wertung von 12 von 20 Punkten. Ist auf jeden Fall besser als zum Beispiel Hot Dog oder auch andere Filme aus der letzten Zeit, die wirklich unterirdisch waren. Da ist das wieder mal eine nette Abwechslung, aber wir haben definitiv schon bessere Komödien gesehen, nicht nur aus Deutschland, sondern auch international natürlich. Dementsprechend, ja, nett, mehr nicht. Das ist soweit in Ordnung. Ja, das war's mit der Kritik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den Schweighöfer-Komödien haltet. Florian David Fitz finde ich hier wirklich gut. Bringt eine schöne Abwechslung rein. Und ja, dementsprechend lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr über alle neuen Videos benachrichtigt. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!